Promi-Geflüster wieder mit einer brandneuen Ausgabe. Und zwar, wenn ihr euch zurückerinnert, liebe Zuschauer, wir haben sie vorgestellt. Das war im Mai 2020, aber das war ja ein ganz spezielles Jahr. Genau, da hat man Corona. Und in der Zeit sind die beiden tatsächlich gestartet. Jan und Jascha. Und was jetzt in den 4 Jahren alles passiert ist, das werden wir heute in Erfahrung bringen, denn auf den Social Medias, da machen sie ja ganz schön wieder sich bemerkbar. Und ich sage jetzt erstmal Hallo und herzlich willkommen. Grüß dich, hi. Hallo, schön hier zu sein. Ja, also ich sage ja, da waren wir gerade in Karlsruhe. Ihr wart auf Promotion-Tour mit eurem ersten Album sozusagen, mit eurem gemeinsamen ersten Album. Und da habt ihr ja gerade so richtig in der Zeit begonnen, wo eigentlich eher alles mehr oder weniger zum Stillstand gekommen ist, ne? Ja, das stimmt. Das ist war so natürlich nicht geplant. Aber wir haben es dann natürlich durchgezogen. Ja, und wir haben uns dann damals dort getroffen. Ne? Das war eine sehr seltsame Zeit tatsächlich für uns. Die Fahrten mit der Bahn, wo man dann so anfing, langsam zu überlegen, okay, können wir denn überhaupt noch fahren? Darf man hier noch sitzen? Funktioniert das? Wie wird das jetzt alles? Aber wir hatten halt unser Album damals im Gepäck und ja, das wollten wir natürlich rausbringen. Ne? Ganz genau. Aber ich glaube, es ist euch auch ganz gut gelungen, denn das war ja doch auch waren tolle Nummern ja immer dabei. Und ihr habt ja auch viel auf der Straße, glaube ich, gemacht. Dann war da auch in der Fußgängerzone da zugange, gell? Ja, genau. Also wir waren ja, glaube ich, auch mehrfach im Fernsehgarten damit und bei Immer wieder sonntags mit einigen Singles. Und wir machen aber bis heute tatsächlich Straßenkonzerte. Also Jan und ich, wir spielen vor allem gerne in Ratingen, weil da funktioniert es irgendwie sehr gut. Da haben wir immer sehr viele Zuhörer und so. Die haben auch eine schöne Altstadt. Und da spielen wir samstags vormittags eigentlich fast jede Woche, wenn das Wetter mitspielt. Weil ja, es macht einfach Spaß. Da ist ja immer wildfremdes Publikum und man kann da auch einige neue Songs mal ausprobieren. Wir brauchen uns keinen Proberaum mieten quasi, sondern können quasi auf der Straße proben und kriegen das dann ja sogar auch noch bezahlt ein bisschen. Sehr schön, so soll es doch sein. Richtig. Ein Titel bei euch heißt ja oder hieß damals In meiner Kneipe. Oder ist das, was bei dir zu sehen ist, Jascha? Ist das die Kneipe? Ja, das ist nur Fake, weil das ist eine Tapete hinter mir. Okay. Ich sitze in meinem Studio, aber es sieht immer ganz cool aus, so für so Interviews und so auf jeden Fall im Hintergrund. Hat was, auf alle Fälle, ganz genau. Ja, und gerade über die Social Medias, Instagram und TikTok, da kann man ja euch gerade auch jeden Freitag irgendwo erleben, mehr oder weniger, mit irgendeinem Coversong. Was hat es damit auf sich? Wie kam das zustande? Ja, wir haben tatsächlich live noch nie Cover gespielt. Also das heißt, wir haben immer nur unsere eigenen Songs gemacht. Und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen und haben gesagt, vielleicht ist das ja für online etwas, dass wir sagen, wir machen einfach nur einen kurzen Ausschnitt von Songs, die uns gefallen und probieren einfach mal, die selber zu singen, zweistimmig zu machen, was wir ja grundsätzlich unheimlich gerne machen. Und haben mal geguckt, ja, was wird da draus? Und offensichtlich gefällt es den Menschen, so wie wir das auf den diversen Social-Media-Kanälen sehen inzwischen. Ja, gehört es dann auch irgendwo zu eurem Programm, wenn ihr auf der Bühne steht, diese Coversongs, oder sind die nur jetzt rein für euch privat zu erleben? Also es ist bislang noch nicht geplant, sage ich jetzt mal. Die Leute fragen uns natürlich schon danach. Aber aktuell, wenn wir Straßenkonzerte geben oder normale spielen wir, ich meine, wir haben ja jetzt auch dann 2 Alben im Gepäck. Unser neues Album kommt ja im September und das heißt, wir haben ja im Prinzip auch wirklich genug Programm, um die Leute 1,5-2 Stunden mit unseren Songs zu unterhalten. Es kann aber bestimmt sein, dass der ein oder andere Coversong, der jetzt ganz besonders gut läuft, also manches läuft auf TikTok wirklich erstaunlich gut von unseren Coversongs,
Wir sind jetzt die Tage bei einem Semino Rossi-Cover gar nicht mehr nachgekommen mit Beantworten der ganzen Anfragen irgendwie. Und sowas kann natürlich passieren, dass wir das dann auch doch mal live spielen. Das haben wir uns aber tatsächlich noch gar nicht, da haben wir uns noch gar nicht entschieden, ob wir das machen oder nicht. Aber Anfragen kommen da schon sehr viel dahingehend, ja. Ja, sehr gut. Und jetzt sozusagen Mitte Juni, genau am 14. erscheint eure neue Single Hotel Freiheit. Stammt aus eurer Feder. Wer war da verantwortlich? Wie kam er Ja, also zustande? das sind vier Leute, die den Song geschrieben haben. Also natürlich Jan und ich. Und dann noch der Marc Bender, ist auch ein sehr bekannter Texter im Schlagerbereich. Und Uwe Altenried, mit dem wir das auch zusammen produziert haben. Und wir haben uns dazu entschieden, dass das unsere erste Single wird, weil wir ja schon dafür stehen, auch für dieses Freiheitsgefühl, auch mit Banjo und Schlafsack kommt da ja drin vor im Text und so auf Straßenkonzerten und so. Und da haben wir uns mit unserem Label dazu entschieden, dass das unsere erste Single wird und auch unser Album übrigens so heißen wird, Hotel Freiheit. Also, da kann man, wie gesagt, dann im Herbst sozusagen drauf sich freuen mit dem Album. Wie viele Titel sind in Planung? Sind 17 Titel drauf. 17 gleich, okay. Und es kommt Mitte September. Ich weiß nicht das Datum ganz genau, ich glaube am 13. oder so. Es ist natürlich wieder ein Freitag. Genau, und vorher werden drei Singles kommen. Ja, Freitag der 13., oder? Ja, vielleicht, ich hoffe nicht. Warte, jetzt gucke ich tatsächlich mal. Ich hoffe nicht, dass es Freitag der 13. Das wäre, das ist tatsächlich Freitag der 13. Ich schreibe sofort dem Label, das geht gar nicht. Du, vielleicht bringt es ja aber auch Glück, wer weiß. Also, Ja, hoffentlich. ne? Also, ich weiß ja nicht. Seid ihr abergläubisch dann in der Hinsicht? Nein. Nee, bringt ja eigentlich auch nichts. Ne? Genau. Nee, wir drehen das dann um. Ab dann ist das der Glückstag für uns. Richtig, genau. Also, wie gesagt, man muss immer das Positive draus sehen. Ne? Ganz genau. 17 Titel. Das ist jetzt alles während der Corona-Phase und die 4 Jahre, wo wir uns jetzt nicht gesehen haben, sozusagen, sind die entstanden dann, oder? Ja, wir haben uns schon auch erstmal eine Zeit lang Gedanken dazu gemacht, wie die Ausrichtung werden soll, weil wir waren ja immer so ein bisschen zwischen Folk, Pop und Schlager. Und wir nennen jetzt aber unsere Musikrichtung tatsächlich mit diesem Album wirklich Folk-Schlager, weil wir glauben halt auch, dass unsere Stärke darin liegt, diese schlageresken Melodien und so zu schreiben. Das sieht man ja jetzt auch so an dem Erfolg, den wir im Songwriting haben mit Marianne Rosenberg, Maite Kelly und so. Da haben wir uns jetzt auch zu entschieden, wir wechseln ja auch das Label, also wir haben jetzt bei Telamo unterschrieben und wollen da jetzt wirklich das Ganze im Schlager wirklich positionieren und nicht irgendwo dazwischen, weil ich glaube, dass das für uns der richtige Weg ist oder wir glauben das, genau. Ja, gut, okay. Sind wir, wie gesagt, gespannt. Und du sagst gerade, es werden noch so ein, zwei Auskopplungen kommen, oder? Genau, Ja, auf also jeden es Fall. Es kommen noch zwei Auskopplungen, zwei Singles. Wir haben schon für alle drei Songs haben wir schon die Videos abgedreht. Das ist alles komplett fertig. Und genau, es werden zwei Songs nach Hotel Freiheit der Single werden noch kommen. Jeweils so ein Abstand, ich würde mal sagen, so ungefähr von 6 Wochen, glaube ich. Ja, also so richtig schön den Sommer über kann man euch da nochmal in verschiedenen Songs erleben, bis dann das Album kommt. Genau. Wo seid ihr denn jetzt so überall unterwegs? Also, ich denke jetzt mal nicht nur die Fußgängerzone Ratingen. Es werden ja bestimmt einige Bühnen auf euch warten, hoffe ich doch. Wir sind gerade tatsächlich dabei, diese Planung noch zu machen. Also, wie du merkst, wir sind da, glaube ich, relativ spontan. Das ist nichts, was wir jetzt irgendwie durchgeplant hätten bisher. Also, das heißt, da wir jetzt quasi erst, ich sag mal, vor relativ kurzer Zeit das komplette Album mit allem drum und dran eigentlich fertig hatten, und jetzt auch schnell in die Veröffentlichung gehen, sind wir jetzt parallel dabei, auch mit Bookern zu sprechen und zu gucken, okay, was ist möglich, wo können wir spielen, wo können wir die ganze Sache präsentieren. Das heißt, da sind wir noch ein bisschen in der Planung.
Ja, also dann am besten immer wieder auf euren Social Media Plattformen schauen oder auch Genau. Homepage, wo kann man euch überall antreffen? Genau, also es ist janundjascha-musik.de, das ist unsere Homepage, da stehen die Auftritte. Zwei große sind auf jeden Fall drauf und auch geplant. Es ist halt auch so, dass man im Schlagerbereich etwas anders auftritt als sonst. Also da müssen wir natürlich uns jetzt auch erstmal ein bisschen finden. Wir müssen die ganzen Playbacks jetzt zusammenstellen und so, weil das ja, wie gesagt, auf Schlagerbühnen ein bisschen anders vonstatten geht, als wir das sonst quasi so gewöhnt sind, wo wir vor der Kelly Family oder so gespielt haben. Ne? Ganz klar. Ja, aber ich denke mal, das wird euch schon gelingen, weil die Songs vom letzten Mal, die waren ja schon mal sehr erfolgreich und die nächsten, die werden es bestimmt auch. Und ja, wird man doch mal sehen, wie der Sommer so, wie so Anklang findet. Jetzt natürlich, Fußballfieber, muss man euch auch mal ganz kurz fragen. Kneipe, da geht man natürlich hin, schaut sich vielleicht das ein oder andere Spiel an. Fußball-Europameisterschaft, wie verfolgt ihr es? Ist es ein Thema grundsätzlich für euch oder sagt ihr, nee, geht an Auf uns sei vorbei? jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema für uns. Wir gucken schon viele Spiele, so wie es möglich ist. Jetzt ist ja auch der Fall, dass unsere Single genau zur EM-Eröffnung rauskommt. An dem Freitag ist das Debütspiel. Ja, das sind dann hoffentlich für uns zwei Gründe, direkt zu feiern, würde ich mal sagen, ne? Ja, Genau, Jascha? also wir treffen uns Freitagabend eigentlich alle zusammen zum Grillen, auch noch zum Anstoßen, natürlich wegen unserer Single. Und dann gucken wir um 21 Uhr Deutschland gegen Schottland. Das ist ja klar. Und zwar auf der Leinwand. Euer Tipp? Also ich würde jetzt mal auf ein schönes 2:0 für Deutschland tippen. Ich sag 1:0, wir starten langsam. Langsam, gut, ich gebe mal den Schotten auch noch eine Chance und sage 2:1. Ja, wollen wir mal sehen, was rauskommt dabei am Ende. Fußball-Weltmeister, wer wird das? Habt ihr da auch eine Idee? Weltmeister, Europameister, Entschuldigung, Weltmeister sind wir ja noch gar nicht. Gibt es da Favoriten? Also ich bin hier in der Hofschaft, wo ich wohne, in so einem Tipp drin. Da sind irgendwie alle Nachbarn und so, 40 Nachbarn oder so mit drin. Da habe ich auf Deutschland tatsächlich getippt. So, also ich mache das aber immer, weil sonst bin ich irgendwie selber schon so demotiviert, wenn ich auf was anderes getippt habe, weil dann fiebert man ja quasi irgendwie plötzlich dann für Frankreich oder so mit, weil man das getippt hat und dann da das meiste Geld verdient an dem Tipp. Aber das kann es ja irgendwie nicht sein. Genau. Wie sieht es bei dir aus? Ja, sieht bei mir ganz genauso aus. Ich bin natürlich auch in einer Tippgruppe drin und ja, irgendwie gehört das dazu, glaube ich, dass man dann für Deutschland ist in der EM. Das ja, wem soll man sonst die Daumen drücken? Das So ändert ist sich dann es. immer, falls Deutschland tatsächlich rausfliegen Man hat sollte, mal. was ich nicht hoffe. Dann hat man ja meistens noch irgendjemanden, wo man sagt, okay, aber jetzt müssen die gewinnen. Meistens dann doch die Gegner, die einen rausgekegelt haben, damit man dann gegen den Sieger verloren hat. Genau, so ungefähr läuft es dann, ja, richtig. Ja, gut, es ist ja auch nur ein Spiel und ich denke mal, die Unterhaltung und der Spaß muss im Vordergrund stehen. Und wenn man sich eine schöne Party dann jeweils machen kann, ist es doch, glaube ich, dann für alle ein Fest, Auf jeden Fall, sozusagen. da freuen wir uns auch schon drauf. Ja, dann wünsche ich euch mit der neuen Single auf alle Fälle mal einen guten Start fürs Vielen Dank, mein bevorstehende Lieber. Album dann auch, ne, ganz klar. Und Dankeschön. wenn er da dann soweit seid, dann unterhalten wir uns im Herbst ein zweites Mal dann wieder und Cool. machen da Ja, nochmal und ordentlich Werbung. wir wollten uns auf Auf jeden Fall jeden auch mal bei dir bedanken, dass du da immer so an unserer Seite stehst und immer irgendwie interessiert bist und schreibst und so. Ist auch nicht selbstverständlich und freuen wir uns wirklich sehr drüber. Sehr gerne. Auf alle Fälle, wie gesagt, hier bei Promigeflüster immer gerne willkommen. Und dann würde ich sagen, vielleicht sehen wir uns dann das nächste Mal wieder persönlich. Mach's gut, Ja, mein Lieber. Bis sehr schön. bald. Bis bald, euch alles, alles Mach's Gute. gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.